Mit dem letzten One Piece Kapitel 956 ist eine geheime Organisation, die sich Sword nennt, also Schwerter, innerhalb der Marine bekannt geworden, wo bis jetzt X-Drake und Corby die einzig bekannten Charaktere sind, die dort Mitglied sind. Außerdem kann man stark davon ausgehen, dass Corazon auch eines dieser Mitglieder war, aufgrund der Codewörter, die er benutzt hat, per Teleschnecke. Denn im letzten Kapitel haben wir gehört, dass die Sword-Mitglieder auch verschlüsselte Wörter benutzen, um zu kommunizieren. Der Sinn der Geheimorganisation ist es, sich auch unter große Piraten, wie zum Beispiel Kaiser, einzuschleichen, wie es X-Drake jetzt getan hat, und alle Informationen, die es von dem Kaiser gibt, insgeheim an die Marine weiterzugeben. Das ist der Sinn dieser Geheimorganisation. Und natürlich kommen einem gleich sehr, sehr viele Charaktere in den Kopf, die auch Mitglied dieser Schwerterorganisation sein können. Denn auf einer Coverpage haben wir zum Beispiel Akainu gesehen, der auch ein Schwerttattoo an seinem rechten Arm hat. Was meiner Meinung nach ziemlich auffällig, unauffällig platziert ist von Oda. Auf jeden Fall gibt es einige Charaktere, die der gute Myrolox und meine Wenigkeit euch jetzt vorstellen werden, wo es wahrscheinlich sein kann, dass sie Mitglied sind bei den Swords. Guckt auf jeden Fall bei Myrolox vorbei. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Macht auch super One Piece Videos. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Viel Spaß! One Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Hi Freunde, Myrolox hier. Der erste Charakter, den ich euch vorstelle, ist wohl auch der meistdiskutierte aktuell, und zwar Shanks. Shanks ist eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten für die Sword-Gruppe. Es wäre ein enorm epischer Schritt, einen Charakter, der in Kaiserstatus ist, dahin zu heben. Warum es aber gar nicht so unwahrscheinlich ist, darüber soll es jetzt in diesem Punkt halt gehen. Denn man darf nicht vergessen, dass Shanks zum Zeitpunkt der Reverie, also wo Mary Jo definitiv wohl der meistgesichertste Ort der Welt war, weil ja Admiräle, Vizeadmiräle, CP-Einheiten und viele weitere dort stationiert waren, war es einer der sichersten Orte, die in der Welt existierten, und Shanks konnte ohne Probleme und ohne erkannt zu werden bei den fünf Weisen auftreten, ja, und da ein Gespräch führen, wo die fünf Weisen auch schon klar gemacht haben, dass sie scheinbar auch nicht das erste Mal mit ihnen gesprochen haben. Sie ihnen auch gesagt haben, dass es eigentlich nicht gut ist, dass er da auftritt, aber er konnte es einfach so. Und natürlich ist Shanks ein Charakter, der so stark ist, dass man ihm definitiv zutrauen würde, dass er auch so unentdeckt auf die Redline kommt und in Mary Jo eindringen kann. Das ist schon klar, dass diese Möglichkeit gegeben ist. Und was auch ein bisschen dagegen spricht, ist halt diese kranke Verbindung, die man halt mit Shanks hat. Das jetzt so in der Art zu kippen, ist dann irgendwo wieder ein bisschen unwahrscheinlich, aber es würde halt sehr gut passen, denn man denkt sich halt immer, was die Weltregierung überhaupt hat gegen die Kaiser in der Hand, um ihre Gebiete trotzdem noch im Griff zu halten. Und auf Wano Kuni ist es ja zum Beispiel so, dass dort keine Marinesoldaten eigentlich offiziell stationiert sind, und so hat man jetzt mit X-Drake quasi die Brücke geschlagen. Also bei Shanks die Brücke mit dem Charakter Shanks selbst zu schlagen, wäre eine sehr krasse Möglichkeit. Was halt ein bisschen dagegen spricht, ist halt, wie gesagt, die Shanks Vergangenheit zu Gold Watcher, die Wahrheit über die Weltregierung, ob er da überhaupt in einer solchen Art mitspielt, ist halt die Frage, weil es halt auch Shanks selbst zum Vorteil gereichen könnte. Deswegen, die Möglichkeit ist da, aber sie ist nicht die wahrscheinlichste unbedingt. Wie eben schon erwähnt, will ich schnell am Anfang abarbeiten, und zwar Akainu. Es ist ein bisschen widersprüchlich, weil der Sinn dieser Schwerter ist es meiner Meinung nach, so ein bisschen die Spaltung der Marine hervorzurufen. Also, dass sich Charaktere, die moralisch eigentlich für uns in unseren Augen gut sind, abkapseln, eine Geheimorganisation gründen, um danach wirklich guten Motiven zu handeln und nicht immer bewacht werden von der Weltregierung. Weil wir wissen auch, dass die CP-Einheiten höchstwahrscheinlich auch nichts wissen über die Schwerter. Dass sozusagen die Schwerter-Geheimorganisation das Gegenpol ist von den Cypher-Pol, die ja auch Aegis genannt werden oder Aegis, was im Altgriechischen sowas wie Schild bedeutet. Also haben wir Schild und Schwert, was natürlich auch gegensätzlich ist und passt. Und da ist es widersprüchlich, dass Akainu, der jetzt hier natürlich auch ein Charakter ist, den wir nennen müssen, da oder nun mal dieses Schwert auf seinen Arm platziert hat, ist es für mich trotzdem ein bisschen widersprüchlich, dass er ein Mitglied der Schwerter ist, weil man geht davon aus, dass selbst hochrangige Mitglieder der Marine, wie zum Beispiel ein Kizaru, nichts davon wissen, weil er hat ja nun mal auf Saburdichi Pel auch ein X-Drake angegriffen, und das war keine Schauspielerei, wo viele sagen, er könnte jetzt einen Oscar dafür kriegen. Ich bin mir fast schon sicher, dass hochrangige Mitglieder nichts davon wissen innerhalb der Marine. Und ich glaube auch kein Akainu, weil ein Akainu ist ja wirklich das Paradebeispiel für jemanden, der nichts irgendwie im Geheim macht oder sonstiges. Er ist ja wirklich der Vertreter der absoluten Gerechtigkeit und steht dazu und setzt sie auch durch, und dann so etwas zu tun, mit dass man sich in Piratencrews bei Kaisern einschleust und sonstiges, das passt zu ihm für mich 0%, aber trotzdem müssen wir ihn hier mit reinnehmen, weil er nun mal dieses Schwerttattoo hat, was wirklich dafür spricht, dass er vielleicht mal ein Mitglied war oder sonstiges und jetzt vielleicht von den jetzigen Mitgliedern gar nicht mehr Bescheid weiß. Das könnte ich mir vorstellen. Schreibt mal eure Meinung zu Akainu in die Kommentare, weil meiner Meinung nach passt er nicht zu dieser Gruppierung, aber trotzdem sind die Hinweise da. Der nächste Charakter, den ich euch vorstelle, ist Kusan, und Kusan ist enorm wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, dass die Akainu-Möglichkeit
Seite nicht zutrifft. Also ihr habt ja gerade den Part zu Akainu gehört und es ist sehr wahrscheinlich, für den Fall, dass aber Akainu nicht zutrifft, ist ein Kusan enorm wahrscheinlich. Denn man darf nicht vergessen, dass man damals Kusan, also Aoyokiji, als Flottenadmiral haben möchte. Also man wollte ihn als Flottenadmiral haben und das Ganze ist ja dann in den 10-tägigen Kampf entbrochen, den wir kannten von Akainu und Kusan. Aber Fakt ist halt, dass man ihn in einer solchen Stellung haben wollte und ihn um gar keinen Preis aus der Weltregierung verlieren wollte, weil er sehr gute Qualitäten der Führung selbst mit sich brachte, als auch stärketechnisch und so enorm krass war. Deswegen obvious reasons, warum man ihn dabei haben wollte. Aber nach dem Kampf wirkt es so, dass er sich abgekapselt hat. Es wäre aber eine coole Möglichkeit, wenn dann eine bestimmte Person zu ihm gegangen ist und gesagt hätte, hey, du kannst die Weltregierung zwar oder die Marine zwar verlassen irgendwo, aber es gibt noch so eine Möglichkeit für dich, immer noch Gutes auf der Welt zu tun, schließ dich doch der SWORD-Gruppe an. Und das wäre eine Möglichkeit, wie man Kusan immer noch so zwischen den Stühlen lässt und wie er dann halt, man hat ja auch gehört, dass er Untersuchungen im Untergrund gemacht hat, wie das dann alles zusammenpasst, wie er eine ähnliche Position wie X-Drake ausführt, nur in einem ganz anderen Kontingent. Und das wäre halt sehr, sehr geil. Also es würde sehr gut passen, dort einen Kusan mit einzubringen und es hätte wirklich einen sehr, sehr guten Touch. Auch der Grund, warum man vielleicht bei der Verfolgung von Kusan einfach gesagt hat, das ist nicht mehr den ihr Problem ist. Und so könnte man es halt ordern, dass es halt vielleicht eine Person gab, die gesagt hat, okay, wir lassen die Finger von Kusan, der Befehl wurde weitergegeben. Ich denke da zum Beispiel an einen Kong oder so. Und hier ist halt auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, dass Kusan ein Mitglied der SWORD-Gruppe ist. Als nächsten Charakter habe ich Trafalgar Law. Da werden die meisten erstmal den Kopf schütteln und sich fragen, was in aller Welt in mich gefahren ist. Es gibt inzwischen schon unzählige Hinweise darauf, dass er ein Mitglied ist. Ich werde darüber nochmal ein extra Video machen. Es hängt aber damit zusammen, er hasst zum Beispiel auch Piraten, hatte öfter gesagt, damals mit X-Drake auf Sabaody Pill gibt es einige Hinweise, wo er mit ihnen komisch interagiert hat. Außerdem war Corazon höchstwahrscheinlich ein Mitglied, wo man wirklich schon zu 95% sagen kann, dass es stimmt. Außerdem damals der Vorfall, wo er 100 Herzen einfach der Marine ausgeliefert hat, beziehungsweise Weltregierung, um letztendlich einer der 7 Samurai der Meere zu werden, zeigt auch, dass er Piraten einfach selber auch hasst. Und das Erscheinen auf Punk Hazard von Kusan könnte das auch nochmal unterstreichen, weil Kusan auch nun mal sehr wahrscheinlich ein Mitglied der Swords und war deswegen auf Punk Hazard, um letztendlich mit Law über gewisse Sachen zu sprechen. Und ihr wisst alle, in den letzten Chapter, wo man Law gesehen hat, wie komisch und mysteriös war das Verhalten von ihm und Hawkins. Wo Hawkins es schon angeteased hatte, dass er jetzt die Allianz mit Ruffy verrät. Und als wäre das noch nicht genug, ist ja noch, wie es scheint, X-Drake aufgetaucht an diesem Moment, wo wir Law das letzte Mal gesehen haben, der ja auch bestätigt Mitglied der Sword-Organisation ist. Außerdem soll es ja einen Vorfall gegeben haben zwischen Law und Corby, der auch der Rockyport-Vorfall genannt wird, wo Corby auch zu einem kleinen Held wurde. Was Corby aber selber auch ablehnte, dass er nicht Held genannt werden will. Und das liegt daran, dass das alles ein abgekartetes Spiel zwischen denen war. Zwischen Law und Corby. Also keine ernste Auseinandersetzung, sondern ein Abkommen, weil die ja beide Sword-Mitglieder sein könnten. Beziehungsweise bei Corby ist es ja bestätigt sogar. Und es gibt sogar noch mehr Hinweise, die ich euch jetzt nennen könnte, aber ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Der nächste Charakter ist Garp. Warum Garp? Es ist eigentlich eine ganz klare Struktur, denn man darf nicht vergessen, dass nach dem Marineford-Krieg, wo Corby definitiv noch kein Mitglied der Sword-Gruppe war, er unter die Fittiche von Garp genommen wurde und Garp ihn somit alles beigebracht hat, was er in der Hinsicht ihm beibringen wollte. Und danach ist Corby ein Mitglied der SWORD-Gruppe. Demnach ist es sehr wahrscheinlich, dass man vielleicht in die Richtung geht und sagt, dass Garp auch ein Mitglied der SWORD-Gruppe ist. Wir wissen, dass es immer viele Momente gab, in denen Garp nicht ganz die Situation vertreten hat und es immer wieder kleine Reibungen gab. Und deswegen ist eine geheime Organisation, die nochmal ein bisschen separierter von all diesen operiert, sehr zutreffend auf Garp und es wird eine gute Möglichkeit bieten, auch schon in der Vergangenheit die SWORD-Gruppe präsent zu halten. Weil man darf halt nicht vergessen, er hat sich aus der Weltregierung zurückgezogen, aber wir wissen, dass er immer noch enorm stark ist und warum das so verschwenden und ihm noch so die Screentime geben, halte ich die SWORD-Gruppe für sehr wahrscheinlich auch gerade aus dem Zusammenhang zu Corby. Als nächstes einen ziemlich offensichtlichen und den könnte ich auch wirklich so absegnen und ich bin mir sicher, dass er es ist und zwar Fujitora, weil der auch sowieso von der Marine ein bisschen angewidert ist und sowieso auch für die Abschaffung der 7 Samurai der Meere war, weil das ja wirklich auch Korruption ist innerhalb der Marine, dass sie einfach Piraten bestechen, dass sie für sie kämpfen und er gehört für mich zu einem der Charaktere in One Piece, die moralisch gut sind, auch wenn er bei der Marine ist, die nicht immer alles moralisch richtig macht, ist Fujitora für mich aber ein Kandidat, der zu den Sword-Leuten gehört. Schreibt mir eure Meinung zu Fujitora in die Kommentare. Der nächste Charakter könnte auch ein ehemaliges SWORD-Mitglied sein und zwar Sengoku. Sengoku war ja damals Flottenadmiral und wird diese Stellung auch voll ausgeübt haben. Man darf aber nicht vergessen, dass auch schon vorher eine ganze Weile für ihn eine
Karriere in der Weltregierung bzw. in der Marine vorherrschte und auch jetzt, wo er diesen Posten des Flottenadmirals nicht mehr innehat, dass er immer noch präsent ist und immer noch dort rumtanzt, wo die obersten Leute der Marine und Weltregierung aktiv sind. Das heißt, er hat zwar noch eine gewisse Stellung, aber warum nicht auch in der SWAT-Gruppe? Ihr dürft auch nicht vergessen, wie es auch der Jan gerade am Anfang mit erläutert hat, dass Corazon ein höchstwahrscheinliches Mitglied der SWAT-Gruppe war und der Zusammenhang zwischen Corazon und Sengoku natürlich enorm gegeben ist und gerade dieser Zusammenhang auch wieder darauf schließen lässt, dass ein Garp, ein Corazon und ein Sengoku in der SWAT-Gruppe sind und vielleicht auch ein Sengoku und ein Garp der Ursprung dieser ganzen Gruppe sind, ist halt enorm wahrscheinlich und warum möchte man das nicht so mit umsetzen, halte ich auch für eine sehr, sehr gute Idee. Als nächsten Charakter, den ich auch zu den Charakteren zuzähle, der sich ein bisschen so von der normalen Marine abspaltet, was hat er auch schon eigentlich getan, ist Smoker. Smoker ist für mich eigentlich jemand, dem ich das zutrauen würde, dass er auch einer der Mitglieder ist, weil er halt schon öfter bewiesen hat, dass er eigentlich ein ganz lieber Kerl ist und moralisch die richtigen Sachen vertritt, wo ich ja immer noch von ausgehe, dass die SWORD-Mitglieder eigentlich gute Leute sind. Und ich glaube, so will Oda für uns auch die Spaltung der Marine mehr oder weniger schleichend einführen, mit jetzt gerade dieser geheimen Organisation SWORD, weil wir haben schon öfter darüber geredet, dass innerhalb der Marine einfach verschiedene Arten von Menschen sind und dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo sich Leute, wie sage ich mal ein Fujitora oder ein Smoker, die eigentlich gut sind, sich abkapseln von der Marine. Und eventuell ist das schon der erste schleichende Prozess sozusagen mit dieser geheimen Organisation. Und Smoker ist für mich einfach ein Top-Kandidat. Der nächste Charakter basiert so ein bisschen auf dem Vorcharakter, das heißt, wenn Smoker ein Mitglied der SWORD-Gruppe sein sollte, was natürlich nicht unwahrscheinlich ist, dann ist Tashigi auch ein guter Charakter, das Ganze mit einzubringen. Möglichkeiten hier sind ganz klar, die beiden sind sowieso immer mit den G5-Einheiten unterwegs, also warum die beiden führenden Positionen nicht zusammen in die SWORD-Gruppe integrieren. Man darf auch nicht vergessen, dass Smoker als auch Tashigi schon mehrfach in Kontakt mit den Piraten gekommen sind, diese allerdings in verschiedensten Situationen unterstützt haben, zusammengearbeitet haben, sich dann wieder ein bisschen gegen die üblichen Regeln gehalten haben, also eigentlich dieses typische SWORD-mäßige nochmal so ein bisschen abseits des üblichen Systems zu handeln, finde ich sehr, sehr gut und würde auch sehr gut dazu passen, dass man Tashigi mit einbringt, zumal es ja auch in Zukunft dann immer relevanter wird, gerade wieder der Zusammenhang zu den uns bekannten Charakteren auf der Gegenseite, kann man Tashigi dafür sehr gut nutzen. Ein weiterer Kandidat, wo viele sagen, nein, das ist viel zu früh, er ist noch nicht so weit, aber wo ich sage, doch, er ist es, ist Helmeppo. Er ist einfach einer, der auch mit Corby Seite an Seite die ganze Zeit war. Corby ist nun mal auch einer der Leute bei den Swords. Deswegen liegt es nahe, dass er auch einer ist, der nun mal mit ihm da drin ist. Auch gerade, weil die beide bei Garp trainiert haben. Und man darf nicht vergessen, Helmeppo hat riesen Fortschritte gemacht. Und ich glaube, man muss auch nicht gerade einer der krassesten Kämpfer überhaupt sein, um da Mitglied zu sein. Der letzte Charakter, den ich euch vorstelle, ist Vegapunk. Vegapunk ist natürlich wieder mal sehr, sehr speziell. Man kann allerdings davon ausgehen, dass Vegapunk ein Charakter ist, der nicht direkt der Weltregierung untersteht. Das heißt, er ist kein offizielles Marinemitglied oder Mitglied der Weltregierung, der gesagt hat, yo, ich tue alles für euch, ich repräsentiere dieses System überhaupt, sondern er wird sich wahrscheinlich aus eigenen Interessen, beispielsweise unbegrenzte Ressourcen, Sicherheit und so weiter und so fort, der Weltregierung angeschlossen haben, beziehungsweise Arbeit für die verrichten. Die Möglichkeit, dass er ein Teil der SWORD-Gruppe ist, ist auch gegeben, weil er halt noch ganz, ganz andere Möglichkeiten hat wie jeder andere, den wir in dieser Liste genannt haben. Außerdem sind Parallelen, wie zum Beispiel Charaktere, die wir in dieser Liste genannt haben, Fujitora, Smoker, Tashigi und so, sind alles Charaktere, die somit die einzigen sind, die einen Zusammenhang zu Vegapunk bis jetzt gegeben haben. Und dann ein Vegapunk selbst zu nennen, warum eigentlich nicht? Also er ist definitiv auch eine Möglichkeit. Jetzt seid ihr aber gefragt, was glaubt ihr, wer könnte noch ein Mitglied sein? Es müssen ja nicht nur Marineleute sein, es können ja auch so welche sein, wie auch genannt, wie Shanks zum Beispiel, andere Piraten, wo wir noch denken, das sind normale Piraten, die aber eigentlich doppelagentmäßig unterwegs sind und noch für die Geheimorganisation SWORD arbeiten. Fallen euch da noch welche ein? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich bin damit erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao und tschüss, euer Theo.